Ja Leute, was geht denn jetzt drüben? Wir? Heute werden wir auf der ultimative Pop-Song für Gewitter im Kopf reagieren. Ja, der Song ist von Lukas, aka Lukas der Rapper. Also heißt eigentlich Music Records, sein Channel, aber Lukas der Rapper, so hieß es früher. Denn früher hat er so Songs gemacht für Minecraft-YouTuber und, für Unge, für Nebelnik und für andere Leute hat und für German Let's Play und. Also für richtig viele YouTuber Songs gemacht. Und ich fand den eigentlich immer wieder geil und deswegen habe ich ihn auch schon abonniert, denn er ist einer der, sagen wir mal, besten Singer auf YouTube mit jetzt vielleicht Denergy und noch ein paar anderen Leuten zusammen. Natürlich so Capital Bra oder so zähle ich jetzt nicht dazu. Oder jetzt andere Rapper, die halt durch Musik bekannt worden sind, sondern so YouTuber. Ihr versteht so, ich möchte nicht den gleichen Fehler machen wie Tubo. YouTuber-Musik und Musik zusammen zu tun, auseinander zu tun. Deswegen, er ist einfach einer der. Er macht halt Musik, es ist mega schwer zu erklären. Egal. Ich finde ihn sehr, sehr sympathisch und er hat eine gute Stimme und ja, wir hören es uns einfach mal an. Let's go. Für Jan und Tim von Gewitter im Kopf. Ich feiere das, was die Jungs machen, extrem und vielleicht werden sie ja sogar auf diesen Song reagieren. Und danke an alle, die immer Daumen und Kommentare hier lassen. Ich weiß, dass ich nicht selbstverständlich bin. Mit Tim zusammen ein Dream Team und ganz YouTube Deutschland liebt sie. Wir begleiten sie durch den Tag. Diese Lars immer am Start. Vielen ist diese Krankheit nur wenig vertraut, denn Aliens haben meinen Penis geklaut, ja. Und wenn es nicht nur bei Grimassen bleibt, gönnt sich Gisela auch gern mal Katzenfleisch. Gewitter, der Himmel zittert, es blitzt und donnert. Hey, ich liebe Jan und Tim. Jan und Tim. Ah, doch, hä, bin ich blöd? Ich hab grad den Namen vergessen. Digga, ich hab grad Blackout. Holy shit, ich muss ganz kurz zurückspulen. Ich hab den Namen vergessen. Doch, Jan und Tim, hä? Digga, ich hatte grad so ein. Ja, und ich weiß, meine Haare haben Locken, ich weiß. Ich hatte grad irgendein kleines Durcheinander, von dem, ja. Jan und Tim, herzlichen Glückwunsch übrigens zu 1 Million Abonnenten. Ich weiß, dass ihr das Video sehen werdet, ist sehr schlecht, so nicht wahrscheinlich. Aber herzlichen Glückwunsch, ihr habt das echt verdient. Macht weiter so. Und Jan, ich hoffe, dass du... Oder ja, beide, Alter, ich hoffe, dass ihr beide über noch 2, 3, 4 Millionen kriegt. Das habt ihr wirklich verdient. Weiter so. Ich bin mir sicher. Nein, es dauert nicht mehr lange, bis dein Wort einschlägt. Pommes, irgendwann dann platzt die größte Bombe. Wenn Jan nicht weiter weiß, bringt Gisela ein. Yeah. Pommes, jeder Mensch ist immer was Besonderes. Was mir gerade einfach so einfällt, wegen den Hintergrundbildern, er kann safe nicht mehr, also früher gingen ja so die Zoo-Vlogs noch, da ist er gerade erst in Hype gekommen, also er ist ja schon die ganze Zeit im Hype, aber da, wo er diese Zoo-Vlogs gemacht hat, die hat er früher so drehen können und niemand hat ihn so, oder vielleicht so 1, 2 Leute haben sie gefragt, so, yo, können wir ein Foto machen und so. Wenn er jetzt draußen, ich wette auf 100%, er kann raus und vor 2 Meter nach seiner Haustüre, bam, Alter, darf ich ein Foto machen mit dir? Safe. Egal wie du bist hier nicht allein. Nein. Du bist mutig für viele, du bist inspirierend, du hast eine offene Art, die wir lieben. Nein, du versteckst dich nicht, du zeigst jeden Tag nur dein bestes Ich. Wie viele Menschen du zum Lächeln bringst, millionenweise. Du hast keine Angst, es deinen Tag zu zeigen. Du musst denken und kannst zu deinem Markenzeichen, ja. Gewitter, der Himmel zittert, es blitzt und donnert. Gewitter, ich bin mir sicher. Nein, es dauert nicht mehr lange, bis ein Wort einschlägt. Pommes, irgendwann dann platzt die größte Bombe. Wenn Jan nicht weiter weiß, bringt Gisela ein. Pommes, jeder Mensch ist immer was Besonderes. Egal wie du bist hier nicht allein. Nein. Pommes, irgendwann dann platzt die größte Bombe. Wenn Jan nicht weiter weiß, bringt Gisela ein. Pommes, jeder Mensch ist immer was Besonderes. Egal wie du bist hier nicht allein. Nein. Pommes,
nicht allein, nein, Pommes. Wenn Jan nicht weiter weiß, bringt Gisela ein, yeah, Pommes. Wenn Jan nicht weiter weiß, springt Gisela ein. Ah, ja. Ich meine, die Gisela sagt einfach direkt, was man eigentlich so, also in so schlimmen Momenten, was man eigentlich so denken kann. Haut sie einfach raus, Mann. ja, natürlich, ich muss ganz kurz noch so ein Real Talk reinbauen. Als ich Jan und Tim das erste Mal entdeckt habe, war das tatsächlich, wo sie beide noch 30.000 Abonnenten hatten und, glaube ich, so das erste Video oder so hochgeladen hatten. Oder so, ich weiß es auch nicht mehr, aber auf jeden Fall, ich habe sie ziemlich früh entdeckt und habe den Jan und den Tim sehr, sehr sympathisch gefunden. Wusste aber nicht tatsächlich, dass Jan und Tim so schnell steigen werden, weil die haben ja dann das zweite Video hochgeladen und plötzlich sind da wirklich Unge, Revi und alle sind einfach, haben den schon gekannt und ich dachte mir so, wow, das ging aber mega schnell und einfach nur verdient. Ich meine, ich check deren beiden Videos immer aus, egal was, egal wie. Klar, man es zaubert halt eben schon ein Lächeln rein, wenn Gisela jetzt zum Beispiel einfach sagt, ja, ins World Trader rein und so, ihr wisst was schon, was ich meine und so, dann, klar, ist es ein bisschen dumm, wenn man darüber lacht, aber ich meine, er macht es so gut und er ist einfach real und, ja, was soll man sagen, es ist schon etwas Spezielles. Also ich meine, es gibt, glaube ich, keine zweite Person, die so YouTube macht mit Tourette. Von dem her, ja, also sehr, sehr großen Respekt an Jan und Tim. Also jetzt vor allem auch an Jan, der das Gisela hat und der sagt, ja Mann, ich stehe in die Öffentlichkeit mit Gisela und Tourette und werde zeigen, wie auch ich mein Leben fertig kriege beim Friseur, im Zoo, im was auch immer, mit der Mutter im Interview. Also ich find's einfach sehr, sehr schön, was die beiden da machen. Du hast keine Angst, es deinen Tag zu zeigen. Du machst Decken und kannst zu deinem Markenzeichen, ja. Ja, sehr, sehr geiles Video. Checkt ihn auf jeden Fall mal ab, der liebe Lukas. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen und über ein Abo. Und natürlich, wenn ihr die Glocke aktiv hättet, wäre das natürlich auch ganz chillig. Hier seht ihr schon Bombe von Revi. Ja, absolut krank. Ja, ihr seht auch, er liked jeden Kommentar. Lese ich auch jedes durch. Ehrenmann, Digga. Kuss geht raus. Hau rein. Tschüss, Energie.